Hallo ihr Lieben, Stravete Mili, hello dears. So, ich begrüße alle lieben neuen Abonnenten. Das war ein wundervolles, großartiges Wochenende. Überhaupt die letzten Tage waren super interessant. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt und sehr viele neue Kanäle. Das war also so ein aktives Wochenende hatte ich schon lange nicht. Also eigentlich noch nie auf YouTube. Und ich will mich bei allen bedanken für diese großartige Hilfe, für diese Unterstützung. So etwas habe ich selten erlebt, dass man sich letztendlich so zusammenschließt nach einem Problem. aber es ist wohl so, dass wenn man um Hilfe ruft, also wenn man einfach sagt, bitte, wer möchte, wer kann, unterstützt mich, wenn man lieb und nett kommentiert, dann kommen ganz viele neue, liebe, nette Menschen dazu, die gerne bereit sind, mit einem Abo, Kommentar, Like und so weiter Unterstützung zu leisten. Vielen lieben Dank dafür. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei einer bestimmten Person heute bedanken, als erstes. Allerdings möchte ich grundsätzlich in den nächsten Videos, die ich machen werde, immer wieder mal nette kleine Kanäle mit lieben Menschen erwähnen, so wie ich das hier in diesem Video mache. Ich hoffe, es gefällt euch, ich hoffe, es kommt an, weil ich mich einfach irgendwie bedanken möchte. Ich bin technisch nicht besonders begabt, ihr seht, ich zeichne, aber meine Videos sind jetzt nicht unbedingt interessant geschnitten oder irgendwie mit Musik untermalt. Ich kann das nicht, das ist mir zu viel technisches Know-how und da würde ich wahrscheinlich 10-mal so viel Zeit brauchen als andere Leute, die da ein bisschen erprobter sind. Von daher versuche ich das jetzt auf meine Art mit Ausdrucken von kleinen Kanälen und sie einfach hier neben euren Wünschen, also Zeichenwünschen, darzustellen. Und in diesem Fall ist es der Axel Kaminski. Ihr könnt hier oben seinen Namen sehen, den ich vorstellen möchte, beziehungsweise mich sehr, sehr herzlich bei ihm bedanken möchte. Er hat einen Kanal, den ich entdeckt habe, erst nachdem sich Axel bei mir gemeldet hat. Also vielen Dank dafür. Er hat einfach unter einem meiner Videos, glaube ich, war es so, sehr lieb und nett kommentiert, mich auf seinen Kanal aufmerksam gemacht. Oder ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch selbst darauf gekommen und habe diese keltischen Knoten entdeckt. Ich kannte vorher ehrlich gesagt so etwas nicht. Und er macht diese keltischen Knoten, er zeichnet sie in unglaublich liebevoll akribischer Weise. Seitdem weiß ich auch, was das ist. Und ich denke mir, Leute, die sich mit dieser Thematik sowieso beschäftigen, werden da eine richtige Entdeckung mit ihm machen. Und solche wie ich, die das vorher nicht kannten, da hat sich für mich so ein bisschen so eine kleine Welt eröffnet, eine neue Möglichkeit, wie man zum Beispiel, also für mich persönlich eventuell so Deko, schöne Postkarten damit gestalten kann, schöne Rahmen oder auch mal für Hochzeitkarten. Ich glaube, also mit diesem Verknoten kann man symbolisch ganz, ganz viel machen. Und er hat sein neuestes Video, hat er für mich gemacht. Ganz, ganz lieben Dank. Also er hat dadurch seine Abonnenten auf mich aufmerksam gemacht. Und es sind auch tatsächlich viele dazugekommen, zumindest so ein Gefühl habe ich. Manche haben sich direkt gemeldet, andere haben ganz lieb, einfach still und leise mich abonniert. Danke euch dafür sehr. Jeder einzelne von euch ist mir unglaublich viel wert. Vor allem in diesen, ich muss sagen, schwierigen YouTube-Zeiten, wo man als kleiner Kanal gerade Fuß fasst, gerade erst mal lernt, wie die ganze Technik funktioniert, wie man überhaupt ein Video macht, wie man es hochlädt,
wie man es beschriftet, wie man eventuell dann gefunden wird, wie die ganzen Abspannblöcke oder wie das Logo da drauf gezeigt wird. Das ist alles so viel, was man sich dann aneignen muss. Das ist natürlich viel Zeit, viel Freizeit und wie gesagt, für mich, die nicht unbedingt die beste Technikbegabung hat, war es nochmal ein Dazulernen. Ihr könnt euch gern meine lustigen Videos vom Anfang anschauen. Da habe ich auch viele Dislikes bekommen, weil ich das einfach nicht mehr, nicht besser konnte. Ich wollte Zeichnen für Kinder machen und habe da wie eine Erzieherin ein bisschen gesprochen. Das hat sich jetzt geändert. Ich bin jetzt einfach ganz natürlich, so wie ich immer bin. Und das gefällt mir auch viel besser. Aber das ist nun mal, ich wollte damit nur sagen, man lernt viel und plötzlich kommt YouTube und sagt so, genug gelernt, neue Richtlinien. Du musst jetzt neue Dinge beachten und es kommt immer wieder was. Design wird geändert, irgendwas wird gestrichen. Also zum Beispiel wurde letztes Jahr das Creator Studio irgendwie minimiert. Also man hat jetzt viel weniger Möglichkeiten, ein Video zu schneiden, andere Videos mit reinzubringen. Dann haben sie einfach gesagt, ja, es gibt Programme, kauf dir was oder geh woanders hin damit. Und ich lade meine Videos direkt von meiner Kamera. Und weiß jetzt gar nicht, wie ich das anders machen soll. Und ich verhalte mich jetzt still und leise und hoffe, dass YouTube jetzt nichts mehr ändert. Aber es kam nämlich dieser eine Brief, dass man die Partnerschaft verlieren wird, wenn man diese 1000 Abonnenten nicht erreicht hat und eine bestimmte Watchtime, die ich zum Glück habe. Dank euch. Ganz, ganz lieben Dank. Und jetzt seht ihr hier, was ich mache. Ich zeichne einen Kugelfisch. Auf Wunsch von Renata Grybauskine. Ich hoffe, ich spreche dich richtig aus, liebe Renata. Sie ist eine Abonnentin von mir, kommentiert, liked sehr viel, sie ist sehr aktiv. Vielen lieben Dank. Und ich erfülle auch gerne deinen Wunsch, vor allem, weil eure Wünsche für mich so interessant sind. Ich wäre auf einen Kugelfisch wahrscheinlich in Jahren nicht draufgekommen, wenn mich da nicht jemand darauf aufmerksam macht. Und ja, jetzt zeichne ich diesen Kugelfisch mit der Hoffnung, dass ihr auch den Kanal von Axel seht und ihm einfach einen netten Besuch abstattet. Und wenn euch dieser Kanal gefällt, wenn euch gefällt, wie er sich das so angeeignet hat, wie er das weitergibt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet auch von ihm etwas lernen, dann bitte abonniert ihn auch, lasst ihm ein Abo da. Es ist alles kostenlos, ihr wisst es. Und es ist eine große, große Hilfe für uns alle, weil wir dadurch eben diese kleine Anerkennung bekommen, die wir brauchen. So, das ist jetzt die Vorzeichnung von meinem Kugelfisch. Ich rede viel, es kann sein, dass das nicht der allerbeste Kugelfisch wird, den ihr schon mal gesehen habt. Aber ich zeichne ihn auch zum ersten Mal. Wahrscheinlich gibt es Dinge, die man doch beachten sollte, wenn man damit anfängt. Aber fürs Erste hoffe ich, dass es passt. Und ich habe die Vorzeichnung gemacht mit Gelb. Und weil der Fisch, so sein Bauch, der Fischbauch relativ gelb ist. Und ich zeichne ihn so, wie ich so eine Illustration machen würde. Allerdings nehme ich jetzt ein anderes Gelb. Hier hole ich mir auch einen Stiftehalter. Und dann gucken wir mal, wie wir das schraffieren. Denn er ist eine Kugel, dieser Kugelfisch. Er bläht sich auf bei Gefahr. In dem Fall braucht er vor uns keine Angst haben. Aber so ist er nämlich ziemlich interessant. Und ist dann auch giftig, wenn man ihn essen würde. Aber wir lassen das mal mit dem Kugelfisch essen. Wir zeichnen ihn jetzt einfach mal.
Ganz lieben Dank auch an die Kanäle, die mich abonniert haben, kleine Kanäle, wo ich mich bei euch gemeldet habe. Ist alles sehr, sehr lieb, sehr freundlich. Ich bin einfach froh, dass ich es gewagt habe. Ich habe früher ein bisschen, ja, Hemmungen gehabt, auch wenn ich mir Videos angeschaut habe von anderen und mir das gefallen hat, habe ich oft nicht kommentiert, weil ich Hemmungen hatte. Ja, das, ich weiß auch nicht warum. Habe dann lieber nicht kommentiert. Und jetzt traue ich mich mehr und ich freue mich einfach, weil da so viel Nettes zurückkommt. Und ich würde das auch gerne machen. Einfach, wenn ihr bei mir kommentiert, einfach mal zurückantworten, wenn es mir möglich ist. Und so ein bisschen diese, ja, diese Community pflegen, die wir da haben, diese kleine. Um das Auge herum ist es ein bisschen dunkler. Also der Fisch ist schwierig zu machen. Er ist rund, ja, aber diese ganzen Stacheln, die er da hat, die bringen einen ganz schön durcheinander. Man muss ihn gleichzeitig nee, das bringt nichts, wenn ich das so mache. Also man muss ihn gleichzeitig schraffieren als Kugelform, da wo Schatten ist, und dazu diese einzelnen Elemente, diese Stacheln. Und das ist wirklich kompliziert zum Teil. Was er hat, die sind so teilweise so kleine Punkte um die Stacheln herum, aber nicht um jeden. Die finde ich aber süß und witzig und die machen ihn so irgendwie noch lustig, also wie so Sommersprossen. Überall hat er diese kleinen Punkte und die mache ich jetzt, weil ich irgendwie eine Orientierung brauche, wo ich was zeichne. Also wie gesagt, hier ist er gelb, aber hier nach oben hin wird er eher grau. Grau oder zum Teil auch beige, das werden wir dann sehen. Und wie ihr seht, male ich um die Stacheln herum. Da haben wir auch recht viel zum Ausmalen. Ich kann leider keine Schraffur, keine bestimmte Schraffur hier machen. Also ich krickel-krackel da einfach, weil er ziemlich glatt ist. Also zwischen den ganzen Stacheln ist er ziemlich glatt. Und die Stacheln selbst, die mache ich hier, wo sie rauswachsen, mache ich recht rund. Jetzt bemühen wir uns ein bisschen, dass wir den Mund machen. Und schauen dann weiter. Was ich noch sagen wollte, wenn jemand auf seinen Kanal aufmerksam machen möchte, weil er einfach so klein ist, weil seine Videos vielleicht nicht so oft vorgeschlagen werden. Also es ist wirklich so, dass wenn ich jetzt nach einem Thema suche, mir immer die großen Kanäle vorgeschlagen werden. Videos, die sehr viel geklickt werden, die teilweise auch schon älter sind. Das sind nicht unbedingt die besten, aber die werden mir vorgeschlagen. Und um an kleine Kanäle zu kommen, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, das finde ich auch ein bisschen persönlicher. Wenn man dort kommentiert, wird einem auch das, sein Kommentar beantwortet. Das finde ich sogar viel netter. Und ich muss sagen, dass ich meine Abos öffentlich jetzt gemacht habe. Die hatte ich vorher nicht öffentlich. Und hatte auch viele große Kanäle abonniert. Und da habe ich jetzt ein bisschen gesäubert, weil ich mir teilweise eben die großen auch gar nicht anschaue. Und ja, und jetzt lieber die kleinen gucke, weil da so viel Nettes und Interessantes dabei ist. Ich kann auch mehr lernen eigentlich. Also die kleinen sind ja oft Nischenkanäle.
die ein bestimmtes Thema behandeln, auch oder auch persönlicher, bieten was von ihren Familien an oder was die so machen, kochen, basteln, und sprechen die Zuschauer direkt an. Also zumindest so ein Gefühl habe ich. Die wissen schon, wer ihre Abonnenten sind. So möchte ich das sagen. Und da fühlt man sich irgendwie, ja, es ist gemütlicher, da fühlt man sich irgendwie besser aufgehoben. Von daher, also hier unter dem Fischauge ist einiges los. Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, was da wirklich passiert. Aber um das Auge herum müssen wir auf jeden Fall dunkler werden. Das muss so richtig herausstechen. Ich habe ihn natürlich ein bisschen süßer gemacht, als er tatsächlich ist. Aber es ist eigentlich kein hässlicher Fisch. Also da gibt es schon gruseligere. Hier nehme ich ein bisschen Grau, damit wir den Mund so netter machen. Und mit dem Gelb werde ich mich ein bisschen vorarbeiten, aber hier muss ich ein bisschen mehr ins Beige-Braune. Ja, und ansonsten, ihr Lieben, möchte ich auch meinen bulgarischen Abonnenten etwas sagen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Da auch ungefähr 10% davon aus Bulgarien kommen, weil ich meine Videos auch so beschrifte, und ich freue mich natürlich sehr, wenn die mich finden. Von daher sage ich auch was auf Bulgarisch. Здравейте, мили! Рисуваме днес една такава надуваема риба, но не знам как се казва на български, ще трябва после да я намеря. Исках само да ви благодаря на всички, които сте ме абонирали, които сте направили subscribe. Крайно съм ви благодарна. Тук YouTube промени малко правилата и всички, които нямат 100 субскрайбери, не 100, а 1000, 1000 субскрайбери. Няма вече да се партньор на YouTube. Партньор означава, че имаме право да слагаме такива карти отстрани, информационни отзад на видеото, да слагаме линкове към нашите другите видеа, и нямаме право да слагаме реклама пред видеото, което означава, че няма да печелиме пари с това нещо, и за това е жалко, просто ни е жалко, и се опитвам тук с други канали. Се опитваме всички да си запазиме това партньорство и се поддържаме един друг и си правиме subscribe. Моля ви, ако ме гледате в момента и още не сте абонирали канала ми, т.е. не сте мой subscriber, направете го, много ми е важно това. Ще се радвам много. Просто е една страхотна поддръжка. Благодаря ви. So, wir machen dann weiter mit unserem Fisch. Es wird immer komplizierter. Ich habe nur einen Stifthalter. Und den habe ich jetzt für das Gelb. Deswegen werde ich versuchen, jetzt dieses Gelb ein bisschen abzulegen. Außer hier. Hier machen wir das weiter. Manche der Stacheln sind auch gelb. Und andere haben so Flecken. Mal gucken, wie dieser Fisch wird. Also ich habe das Gefühl, dass der ganz schön kompliziert ist und dass das sehr viel Zeit brauchen wird, bis ich ihn gemacht habe. Mal sehen. Hier sind einige der Stacheln auch in Braun. Interessanterweise. Und ich mache einige mehr in Braun und andere lasse ich aber so. Und hier ist es ein bisschen dunkler alles.
Sehr nett ist es, wenn ich merke, dass ich Leute motivieren kann, die selbst gerne zeichnen, aber durch meine Videos noch lieber zeichnen. Das ist sehr eindrucksvoll. Ich werde nämlich auch so motiviert. Also wenn ich mir anschaue, wie jemand zeichnet, dann möchte ich das auch. Also das ist in mir drin. Und ich bin jetzt wirklich froh, dass ich das bei manchen von euch auch so ja, bewirke. Das freut mich. Also einige dieser Stachel werden dunkel und einige bleiben aber so. Hier machen wir einen Verlauf. Also so Stacheln zu machen ist ganz schön kompliziert. Also wer sich an diesen Fisch wagt, hat meinen Respekt. Ich finde den Fisch echt schwer. Also wenn ihr ihn nachzeichnen wollt, es wird richtig zeitaufwendig. Will jetzt keine Angst machen. Hier machen wir ihn noch ein bisschen gelber. Ja, den Panda-Bären habe ich noch daneben. Wer ihn noch nicht angeschaut hat, bitte anschauen. Ich verlinke dann mal hier oben irgendwo darauf, damit ihr ihn sehen könnt. Da machen wir jetzt die Flügel. Er ist einfach geblieben. Ich nutze diesen Schnipsel, den ich von anderen Illustrationen übrig habe. Den nutze ich einfach aus und versuche, unseren Kugelfisch hier drauf zu machen. Da sind ganz hinten sind so ganz leichte Flossen. Das sind die Flossen davon. Und also die Flosse ist weiter unten dunkel und nach oben hin hell. Da brauche ich aber auch meinen Stift, also meinen hautfarbenen Stift, der mir da gerade zerbricht. Und ein bisschen Gelb kann ich auch nehmen, weil wir dieses Gelb doch ganz gut benutzen. Aber nach unten hin muss das wirklich dunkler werden. Und da ein paar Stacheln davor sind, ist es so eine richtige Sisyphusarbeit. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal einen Kugelfisch zeichnen würde. Das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Und eigentlich kann man das jetzt, also man sollte es nicht in einer so schnellen Zeit machen, wie ich momentan. Man sollte sich Zeit nehmen. Also versucht euch wirklich Zeit zu nehmen. Es gibt schöne Fotos von Kugelfischen, aber nicht viele. Ich habe hier drei ausgedruckt und aus diesen drei versuche ich einen zu machen, weil in jedem Foto sieht man ein bisschen was anders. Die Stacheln selbst, die werden zum Schluss dunkel, also die werden an der Spitze dunkler. Man kann aber auch leicht so mit Orange reingehen. Sieht einfach hübsch aus, obwohl die nicht orange sind. Also die sind eher dunkelgelb, sage ich jetzt mal. Oder beige. Oder dieses Beige. Das versuchen wir jetzt auch mit diesem. Aber man muss sich wirklich die Zeit nehmen. Sie sind mir zerbrochen auch noch. Und hier sind die Stacheln, die haben diesen Schatten hier. Also da muss man auch ein bisschen Schatten machen. Aber das Video wird lang und ja, also es wird ein langes Video. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr das nicht alle aushält bis dahin. Dieses Malen.
Aber ich möchte auch in Zukunft, da will ich auch noch ein bisschen was sagen. Ich möchte in Zukunft schon immer wieder Videos machen und hochladen. Ich freue mich sehr, überhaupt YouTube für mich entdeckt zu haben. Das macht mir wirklich Spaß, obwohl ich tatsächlich mein Geld woanders verdiene. Ich bin Kinderbuchillustratorin. Ich zeichne Puzzles, teilweise auch Spiele. Und das ist meine Leidenschaft. Ich werde das auch immer machen. Ich kann das nicht aufgeben, will ich nicht. YouTube war ein Spaß, wirklich. Also einfach so ein Test. Wie ist das eigentlich? Es wurde mir auch empfohlen, weil ich zeichne, wurde mir empfohlen, zeig doch mal, wie du zeichnest. Das interessiert. Am Anfang dachte ich, es ist eher für Kinder, dass das eher Kinder interessieren wird, was ich mache. Ist es auch so, also es sind viele liebe Kinder dabei, freut mich, aber es sind auch ja, erwachsene Menschen, die einfach zeichnen wollen. Und je mehr Videos ich mache, je mehr Kommentare und Likes und Abonnenten dazukommen, desto motivierter werde ich. Und merke, aha, es gibt auch Wünsche, manche wollen was Besonderes sehen, wie ich das zeichne. Also da unterstützt ihr mich wirklich sehr. Und das macht richtig Spaß mittlerweile. Und deshalb war ich traurig, weil YouTube ja solche Briefe schreibt. YouTube schreibt auch andere Briefe. Also ich bekomme immer wieder so Meldungen von YouTube. Zum Beispiel auch sehr Positives in letzter Zeit. Dein Kanal wächst stetig weiter. Wie können wir da helfen? Also dann geben sie einem Tipps, wenn mein Kanal weiter wächst, wie ich das weiter nutzen kann. Die sagen einem, welche Videos die besten sind, also wo viele Leute sich das anschauen oder wenn sie was suchen, dass sie auf dieses Video kommen. Und die sagen einem auch, wenn ein Video, ich habe es euch mal gesagt, die Rekorde gebrochen hat, also mein Australian Shepherd Hund hat wirklich bis jetzt alle Rekorde gebrochen an Likes in der ersten Woche. Das sagen sie mir auch, sagen, mach weiter so, mach solche Videos. Also man bekommt wirklich von YouTube viel Hilfe. Ich weiß nicht, ob sie das automatisch machen oder ob sich da jemand hinsetzt und das extra anschaut und schreibt. Also irgendwo wird es gezeigt. Aber da bin ich auch sehr dankbar, dass man da nicht nur neue Richtlinien bekommt und neue Kürzungen und wo einem da gedroht wird, wenn du dies und das nicht erfüllst, dann fliegst du raus. Das ist halt immer unangenehm. YouTube ist jetzt nicht mein Arbeitgeber, aber mittlerweile betrachte ich mich ein bisschen so als Mitarbeiter. Und klar, wenn du mitarbeitest, möchtest du auch was Positives erleben, sonst macht ja die ganze Arbeit keinen Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass von euch auch Leute, die im Job nicht glücklich sind, wo einem dauernd die Sachen gestrichen werden, die man erreicht hat. Ab jetzt darfst du dies nicht mehr und das darfst du auch nicht mehr und bemühe dich nochmal, dass sie irgendwann sagt, ich gebe mir schon Mühe, aber wenn das nicht reicht, dann suche ich lieber das Weite. Und ja, also wie gesagt, YouTube ist nicht nur streng, sondern auch sehr, sehr fördernd und hilfreich zum Teil oder behilflich. Also wie gesagt, sie haben mir wirklich diese Mail jetzt auch geschickt, dass mein Kanal weiter wächst, dass sie das sehr positiv bewerten und wie ich das auch weiter nutzen kann, wie das zustande kommt, dass die Watchtime wächst. Das finde ich sehr schön. Obwohl meine Videos schon sehr langwierig sind, das kann ich verstehen, aber noch schneller zeichnen will ich nicht, denn ich bekomme auch Kritik dafür, wenn ich die Videos zu schnell mache.
Oder das auch noch sage, wenn ich sage, ich muss schneller zeichnen, dann kommt Kritik, warum sagst du das du? Ja, also solche Sachen. Und ich will niemanden unter Druck setzen, also ich will nicht, dass ihr das in der Zeit macht, in der ich es mache. Ihr könnt ja das Video immer wieder stoppen. Deshalb ist das Video auch gut. Deshalb ist auch dieser Videoformat so gut. Denn würden wir jetzt zusammensitzen an einem Tisch und ich würde zeichnen, müsst ihr ja mit mir mitzeichnen und genau gucken, wie das ist. Das habe ich mit meinen Kindern schon gemacht. Und die schaffen das nicht in diesem Zeitraum. Also natürlich schaffen sie was, aber die würden lieber gerne noch länger daran arbeiten als ich. Von daher ist so ein Video immer so eine ganz, ganz tolle Sache, weil ich gebe mir Mühe, das schnell zu machen oder möglichst gut und schnell. Und ihr zu Hause könnt dann sagen, das ist mir zu schnell, ich stoppe mal. Was hast du jetzt für einen Stift oder so weiter. Sind wir langsam dahin gekommen, wo wir hin wollten? Oder müssen wir noch länger? Also es ist schon ein sehr langes Video geworden. Jetzt versuche ich noch ein bisschen hier und da Schattierungen zu machen. Und hier ist es noch ein bisschen dunkler. Ich hoffe auch, dass der Fisch auch relativ kugelig geworden ist. Leider ist das nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich wollte, dass man diese Kugel wirklich gut schattiert. Aber durch diese ganzen Stacheln kommt man ganz schön durcheinander. Hier und da möchte ich nochmal so einen Stachel ergänzen, weil der Kugelfisch mehrere hat, als ich gezeichnet habe. Und es liegt daran, dass ich mich am Anfang nicht so getraut habe. Aber jetzt nach hinten hin kann man mal ein paar ergänzen. Am besten mit einem gut gespitzten Bleistift, nicht so wie ich. Und ja, hier das Flügelchen, das habe ich jetzt extra gezeichnet, obwohl man das nicht bei allen Fotos sieht, weil ich zeigen wollte, dass dieser Fisch zwei hat. Und da ist jetzt das Auge, das ist auch gut betont, also es ist recht rund, es quillt schon fast raus und das mache ich auch so, das finde ich lustig und dieses hier werde ich auch ganz leicht betonen. So ihr Lieben, ich will euch jetzt nicht zu lange aufhalten mit dem Kugelfisch. Ich denke und hoffe, dass er für euch hübsch genug ist. Und dass ihr ungefähr eine Vorstellung habt, was man bei einem Kugelfisch beachten muss, wie man ihn machen muss. Er ist nicht fotorealistisch, man kann sich da wirklich sehr lang damit beschäftigen. Aber das, also für eine schnelle Skizze, für eine schnelle, ja Skizze nicht, aber eine schnelle Illustration ist das vollkommen ausreichend. Und ich beende jetzt dieses Video. Благодарен ви на всички, че гледахте до тук. Надявам се да ви хареса. Bitte lasst mir ein Like da. YouTube zählt mit. Ich freue mich über jeden Like, aber YouTube zählt die mit und sagt mir dann später, dieses Video ist gut geliked oder nicht. Und bitte lasst mir ein Like da und es hilft mir natürlich ungemein, auch weiter motiviert weiterzumachen. Und ansonsten meldet euch in den Kommentaren. Ich gucke mir auch gerne eure Kanäle an. Ich mache das wirklich gern und abonniere auch sehr gerne Leute, die es verdienen, die ich toll finde, die ich sympathisch finde. Kanäle, die einfach sonst unentdeckt bleiben im großen YouTube, in der großen YouTube-Welt.
Und bitte schaut auch auf den Kanal, den ich euch heute vorgestellt habe, von Axel Kaminski mit seinen keltischen Knoten. Es wäre schön, wenn ihr ein Abo da lässt. Er freut sich sehr, damit wir auch seine Partnerschaft absichern können. Es wäre großartig, wenn er auch dabei bleibt und YouTube-Partner bleibt. So. Das war's, ihr Lieben. Bis demnächst. Guckt da drauf. Und ansonsten, ich hab euch alle lieb. Bis bald. Eure Dani. Tschüss. Ich schieb das mal kurz hierher. Weil ich das sehr gerne so, da ist ja. Also, hab euch lieb. Tschüss.